Hola, bona nit. Des del Gran Teatre del Liceu, avui els volem oferir una nova producció de l'òpera Salomé de Richard Strauss, dirigida pel belga Guy Joosten. Aquest director d'escena explica que una fotografia de Spencer Platt que va guanyar el World Press Photo l'any 2006 li va servir d'inspiració per a la seva posada en escena de Salomé. La imatge mostra un grup de joves libanesos que passegen despreocupats en un descapotable vermell per una ciutat destrossada per la guerra, tota una metàfora de la immoralitat dels nostres dies. I és precisament la misèria moral dels personatges de Salomé el que ha volgut subratllar Joosten, que ha donat un toc més actual i també més punyent a aquesta història ja de per si mateixa prou escandalosa. L'escenografia d'en Martin Segetgruber ens situa en una atmosfera corrompuda, en un ambient de luxe, excessos i despreocupació de la societat enfront de la violència. L'acció es desenvolupa al llarg d'un gran banquet. Salomé, la filla d'Herodies i fillastra d'Herodes, està obsessionada amb el profeta Jucanan, o si ho prefereixen, Sant Joan Baptista, que està empresonat. Ella el vol posseir, ell la rebutja completament. Durant el sopar, Herodes, que se sent atret per la seva fillastra, li demana que balli per a ell i els seus convidats. Salomé hi accedeix, això sí, a canvi de veure satisfet el seu desig, rebre servit en safata de plata al cap del profeta Jucanan. Salomé és una òpera molt popular que té un llibret del mateix Richard Strauss basat en la tragèdia d'Oscar Wilde, que a la vegada partia d'un text evangèlic. La música és de gran intensitat, protagonista d'algunes de les escenes. Strauss aporta novetats musicals que han deixat empremta, com el desenvolupament de l'atonalitat i una instrumentació orquestral inspirada i brillant que condueix amb eficàcia Michael Boder al capdavant de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu. Cal destacar les magnífiques veus protagonistes, la soprano sueca Nina Stem, que debuta en el paper de Salomé, el tenor nord-americà Robert Brobaker, un Herodes convertit en l'alter ego del dissenyador Karl Lagerfeld, a més de Mark Delevan com a Jucanan i Jane Henschel com a Herodies. Els que coneguin l'òpera hi detectaran alguns canvis en dues de les escenes principals. Joosten ha resolt de manera molt particular la famosa dansa dels set vels i també el final. Però deixem que siguin vostès els qui ho descobreixin.
seltsam, wie eine kleine Prinzessin, deren Füße weiße Tauben sind. Man könnte meinen, sie tanzt wie eine Frau, die tot ist. Sie gleitet langsam dahin. Was für ein Aufruhr! Was ist das für wilde Tiere wieder heulen? Violen! Religion, ich finde es lächerlich, über solche Dinge zu streiten. Wie schön ist die Prinzessin Salome, heute Abend. Du siehst sie immer an, du siehst sie zu viel an, es ist gefährlich, Menschen auf diese Art anzusehen. Habe ich sie so blass gesehen. Sie ist wie der Schatten, eine weiße Rose in einen silbernen Spiegel. Du siehst sie zu Maulwurfsaugen und die zuckenden Lippen.
Ich möchte ihm nur sehen, diesen seltsamen Trophäen. Die Leute haben so viel
Yeah.
Thank you.
Schleier, streue Asche auf deinen Kopf, mach dich auf in die Wüste und suche des Menschen Sohn. Bin ich was des Menschen Sohn? Ist ihr so schön wie du?
Thank you.
Ich bin nicht krank, aber deine Tochter ist krank. Du
Leben hinein. Deine kleinen roten Lippen, dann will ich den Weg verlieren. Ich bin nicht durstig, Petrarch. Hörst du sie, wie beantwortet diese deine Tochter? Sie hat recht, warum starrst du? Bringt reife Früchte. Ein heiliger Mann, ist ein Mann, der Gott geschaut hat. Das kann nicht sein, seit dem Propheten Elias hat niemand Gott gesehen. Er war der Letzte, der Gott von Angesicht geschaut. In unseren Tagen zeigt sich Gott nicht, Gott verbirgt sich. Armes, großes Übel, über das Land gekommen. Großes Übel. Die Wahrheit weiß niemand, ob Elias in der Tat Gott gesehen hat, möglicherweise weiß nur Schatten Gottes, was er sah. Gott, einer Zeit verborgen, schätzt sich zu allen Zeiten, nun an allen Orten, Was das nicht sage, es ist eine sehr gefährliche Lehre aus Alexandria. Du gekriegst den Wald. Wir können nur unser Amt seinem Wille beugen, denn Gott ist es Volk. Du sagst die Wahrheit für wahr, Gott ist unsichtbar. Aber was diesen Menschen angeht, der hat Gott nie gesehen. Seit dem Propheten Elias hat niemand Gott gesehen. Die Wahrheit weiß niemand, er war der Letzte, er war der Letzte. Der Gott hat es jetzt Ich muss sagen, das ist ein Gott, der 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 Gott, der
Prophet Elias. Kann es sein, seit den Tagen des Propheten Elias sind mehr als 300 Jahre vergangen. Ich bin sicher, dass er der Prophet Elias ist. Keine Schwierigkeit. Thank you.
Thank you.
Ich will sie dir geben, aber verlange nicht von
fürchte dich. Sei nicht trotzig, sieh, ich habe dich immer lieb gehabt. Kann sein, ich habe dich zu lieb gehabt. Lange, lange, das liegt von mir. Der Kopf eines Mannes, der vom Rumpf getrennt ist, ist ein übler Anblick. Hör, was ich sage. Ich habe einen Smaragd. Es ist der schönste Smaragd der ganzen Welt. Den ich habe nicht wahr. Erlang ihn von mir, ich will ihn dir geben. Des Johanna. Hörst du so, dass ich zu dir rede, Salome? Des Kopf des Johanna. Das sagst du nur, um mich zu bilden, weil ich dich so angeschaut habe, deine Schönheit hat mich verwirrt. Oh, oh, bring Wein, mich dürstet. Salome, Salome, Freunde zueinander sein. Bedenk dich. Ach, was wollte ich sagen? Was war's? Ach, ich weiß es wieder. Salome, du kennst meine weiße Frauen, meine schönen weißen. Ich habe einen Kristall in den
sich haben, weil vergönnt ist, in einem perlenbunten Kästchen habe ich nur ein wunderbaren Türkise, der sie an meine Stirne rechten Dinge sehen, die nicht wirklich sind. Es sind unbezahlbare Schätze, was begehrst du sonst noch, Salome? Alles, was du verlangst, wirst du dir geben, nur eines nicht. Nur dich, das Leben. Eine schreckliche Stimme. Ah, es ist etwas zu Boden gefallen. Ich hörte etwas fallen. Es war das Schwert des Henkers. Der Mann, sie muss klagen. Er hat das Schwert fallen lassen. Er kratzt sich hin zu töten. In dieser Welt. Oh,
ein Ungeheuer, deine Tochter. Ich sage dir, sie ist ein Ungeheuer. Meine Tochter! Ihr bleibt! Ach, das schmeckt meines Bruders Wein! Komm, ich will nicht an diesem Ort bleiben. Komm, sag dir! Sicher, es wird Schreckliches geschehen. Wir wollen uns im Palast verbergen. Herodias, ich fange an zu erzittern.